Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Lost Ark Shorty. Weiß ich noch nicht, ob es ein Shorty wird. Könnte was Längeres sein. Mal abwarten. Ich stehe hier in Phaeton, in Kalatscha, in dem Hauptquartier von den Avesta. Hier oben in der alten Kathedrale. Kalatscha, Kalaya. In Phaeton. Und neben mir steht Kaldor, der eine Quest für mich hat. Die Quest bekommt man angeboten, wenn man ein besonderes Abenteuer abgeschlossen hat und wenn der Tod nahe ist. Das sind zwei Quests, die man vorher abgeschlossen haben muss, damit diese Quest überhaupt auftaucht. Ein besonderes Abenteuer hat dann auch wieder Voraussetzungen. Teilweise ist es eine relativ lange Quest hier drüben bei dieser Weissagerin, die sich über, glaube ich, 4 Tage hinzieht, weil man jeden Tag nur einen Teil machen kann. Also ist ein relativ langes Vorgeplänkel, bis man dann schlussendlich hier diese Quest angeboten bekommt. Und dann schauen wir mal, was hat Kaldor für uns. Die letzte Melodie eines Requiems. Jasmia. Danke, dass du geblieben bist, nachdem du die Arche gefunden hast. Dank dir konnten wir die Lücke füllen, die in Saikas Abwesenheit entstanden ist. Jetzt wo sind wir bereit für die große Welt. Es werden vielleicht Konflikte und Missverständnisse auftreten, aber wir werden uns gemeinsam gegen unseren Feind stellen. Dies ist nicht das Ende unseres inneren Konflikts, aber unsere Zukunft scheint vielversprechend. Und was dich angeht, wir werden Lieder darüber schreiben, was du für Phaeton getan hast. Viel Glück, meine Liebe. Die Avesta stehen tief in deiner Schuld. Nehmen wir mal an. Automatisch 3 Fertigkeitspunkte. Oh, schön. Nutze den Chatbefehl Schwur vor den Avesta. Ja. Habe ich den schon? Ich hoffe mal Schwur. Was? Du willst gehen? Was meinst du damit? Die Avesta müssen Phaeton beschützen. Zum Teufel, genau darum sollte man einem Fremdling nicht trauen. Hey, ich hau dem Kleinen rein, ich bin kein Fremdling. Genauso Delane wie du, Furzgurke, du. Nun gut, dann geh, verschwinde von hier. Du scheinst es ja eilig zu haben. Wir waren einst Freunde, wir waren Kameraden, wir haben die Ebenen beschützt. Soweit ich weiß, bist du im Einsatz. Jetzt geh und tu, was du tun musst, aber komm bitte zurück, okay? Nimm ihn nicht ernst, er ist immer so dramatisch, wenn er verärgert ist. Ich bin froh, dass du losziehst, um zu finden, wonach du suchst. Wenn du die Arche nicht gefunden hättest, wäre ich wütender. Du hast so viel für uns getan, wir könnten nicht mehr verlangen. Das wäre einfach ungerecht. Weißt du, es erfüllt mich mit Stolz, dass sich jemand mit solchem Talent uns angeschlossen hat. Danke. Nun geh, Levi möchte noch mit dir sprechen, bevor du gehst. Und Levi finde ich da draußen, okay. Jasmia, vielen Dank. Ich war dir von Anfang an dankbar. Du bist eine Freundin fürs Leben und mein Avesta-Vorbild. Du bist eine wahre Freundin. Ich werde dich vermissen. Mich vermissen? Wir sind Freunde. Du kannst mich jederzeit besuchen. Wenn du jemals Arbeit brauchst, kann ich dir dabei helfen. Ganz egal, wie sehr ich Kaldor anbetteln muss. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wann auch immer das sein mag. Auch wenn wir uns lange nicht sehen, werde ich auf unser Wiedersehen warten. Danke, dass du Phaeton beschützt hast, meine Liebe. Okay, das war's.
sozusagen, wie es aussieht, die offizielle Abschiedsquest von Faden. Nicht aufregend, aber schön. Wenn es euch gefallen hat, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Channel. Dann kriegt ihr mit, wenn ich wieder was hochlade. Schreibt Kommentare, das wäre auch ganz toll. Und ansonsten wäre es toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, hier in Lost Ark. Ob jetzt Kader-Quest Shorty, wie gerade eben, oder Beziehungsquest Shorty, Insel-Quest Shorty, Abenteurer von Jan Shorty oder Gameplay. Einfach mal vorbeischauen, wäre schön, wenn ihr mit dabei wärt. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.